Hey Leute, was geht? Pro und Stan, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute gibt es mal ein Retro FIFA Food Draft, denn wir haben uns einen ganz alten FIFA-Teil rausgesucht, um genau zu sein, FIFA 16, den ersten FIFA-Teil, bei dem es Drafts überhaupt gab und dort werden wir gleich einfach eine Food Draft-Mannschaft zusammenbauen. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau, was es da so für Kartentypen gab, wie die Karten aussahen und wie die Animationen beim Draft aussahen. Und genau das ist eigentlich das Geile an diesem Video. Hier seht ihr schon mal den Draft-Startbildschirm. Also Messi, Aguero, Griezmann in ihren Goldkarten sind hier drauf. Die Player-Faces sehen auf jeden Fall inzwischen auch ein gutes Stück anders aus. An den Preisen hat sich nichts geändert. Und ja, ich plane auf jeden Fall das Ganze mit FIFA 17, FIFA 18 die nächsten Tage auch zu machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass ihr ja die Retro-Drafts zu FIFA 17, 18 auch noch sehen wollt. Wenn nicht, dann halt nicht, dann weiß ich da auch Bescheid, dass es vielleicht doch nicht so gut ankommt, wie ich mir das vorstelle. Hier ist übrigens das Team, das ich damals auf meinem Account hatte, nämlich mein Fatal Team. Ich glaube, mit dem habe ich dann größtenteils auch online gezockt, weil ich ein anderes Team hier gar nicht mehr hatte. Neben mir hatte ich noch einen Higuain, einen Silver, einen anderen Silver, einen Alves und einen Alba im Verein. Aber sonst irgendwie gar keine Karten, nicht mal den Cristiano Ronaldo. Wundert mich ein bisschen, aber bei FIFA 17 und 18 hatte ich auf jeden Fall noch deutlich krassere Teams, die ich euch dann auch in den anderen Teilen zeigen kann. Das waren auf jeden Fall noch Zeiten mit Fatal, war auf jeden Fall immer ein richtig cooles Turnier. Wir bezahlen mal 15.000 Münzen, um hier das Draft zu machen. Und da erinnert man sich auf jeden Fall an die alten Zeiten, wenn man hier die Animation sieht. Formation, die wir uns können, ist, denke ich, einfach mal die 3-4-2-1. Ich habe Dreierketten damals gar nicht so schlecht gefunden. Da konnte man richtig gute Teams mitbauen. Die gönnen wir uns. Mal schauen, was hier so für Kartentypen bei der Captain-Auswahl kommen. Richtig fresh. Cristiano Ronaldo als Hero. Linker Flügel. Lila eine Karte. Sieht sick aus. Und Messi hier auch als Mittelstürmer. 97er Rating. Richtig geile Karten. Ich muss aber sagen, dass ich damals schon Cristiano Ronaldo in FIFA auf jeden Fall besser fand. Wegen den 5-Sternen-Skills und weil ich den hier ja nicht mehr in meinem Verein habe, würde ich sagen, müssen wir den auf jeden Fall im Draft nehmen. Aber vielleicht kriegen wir gleich nochmal Messi auf der Stürmerposition. Das wäre natürlich Jackpot. Animation, finde ich, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ist hier einer aus der spanischen Liga. Ja, ist hier mit Aduriz. Funes Mori hat eine Tots-Karte mit einem 83er-Rating. Das ist auf jeden Fall nicht so stark. Dann nehmen wir Aduriz auf jeden Fall mit. Rechter Sturm, vielleicht Gareth Bale würde sehr gut passen. Oder 99er Lionel Messi. Team of the Year müsste das sein. Kranke Karte. Die Maria hier auch ein 4-Sterne-Skiller damals. Skandal. Bale, ja auch eine richtig geile Karte. Sau viel Pace. Habe ich damals geliebt in FIFA, Bale. Oh mein Gott, aber wir nehmen natürlich Lionel Messi mit. Das Team, ja, gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr nice. Sehr cooles Draft. Rechtes Mittelfeld. Würde ich sagen, Arda Turan dann auf jeden Fall. Wegen dem Strong Link zu Messi. Hier haben wir eine Man of the Match Card, noch eine Hero Card. Mahrez, auch damals ja, ein geiler Spieler gewesen. Hatte damals aber auch keine 5-Sterne-Skills. Was für Spieler alle keine 5-Sterne-Skills hatten. Krass. Gehen wir direkt mal auf die andere Seite. Bisher haben wir sehr, sehr viel La Liga. Ja, dabei bleiben wir, denke ich, auch. Denn das ist das Einzige, was uns hier ein bisschen Chemie bringt. ZM, da kann man auch geile Karten kriegen. Iniesta, 90er Rating. 4-Sterne-Skills auf Marquise, auch ein richtig, richtig kranker Spieler gewesen damals. Aber ja, wir bauen uns hier natürlich ein sinnvolles Team zusammen. Deshalb gehen wir natürlich mit Andres Iniesta, der auch schon wieder hier auf volle Chemie kommt. Toni Kroos passt natürlich auch wunderbar in die Mannschaft. Arturo Vidal hier noch beim FC Bayern München. Verratti, auch eine coole Karte, genau wie Madrid. Und hier der nächste Tots, der nur ein 83er-Rating hat. Ich habe das Gefühl, damals hatten Tots-Karten noch gar nicht so krank hohe Ratings, wie es jetzt heutzutage ist. Und wenn wir hier tauschen, dann haben wir eigentlich so gut wie alle Spieler schon auf voller Chemie. Dann können wir in der Defensive mal eine andere Liga anbrechen. Dann müssen wir kein volles La-Liga-Team machen. Mal gucken, was hier so geht. Varane und Piqué sind die Besten. Okay, dann bleiben wir wohl doch bei der La-Liga. Varane, süß, 83er-Rating damals. Piqué mit nicht ganz so viel Tempo, so wie man ihn halt kennt. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier in dem Fall sogar Piqué mit. Nächster Innenverteidiger. Gar keine Ikone oder Legende oder irgendwas bisher. Interessant. Koulibaly. Nice Karte damals eigentlich schon. Auch schon relativ schnell. Bonucci auch nicht so schlecht. Wenn man die mal direkt vergleicht, sieht Koulibaly auf jeden Fall deutlich besser aus. Obwohl die beiden 85er-Rating haben. Dann gönnen wir uns mal Koulibaly. Toprak hätte den Link zu Turan gehabt. Aber Toprak ist jetzt nicht so der Weltklasse-Spieler, den man hier spielen lassen möchte. Basali. Wer der nächste Spieler aus der italienischen Liga? Mascherano hätte halt gut Chemie, aber ich will hier ja, einen Spieler aus der italienischen Liga nochmal nehmen, denn dann
können wir mit einem Keeper aus der italienischen Liga, mit Buffon oder so, auf jeden Fall das Team perfekt machen. Alisson wäre einer aus der italienischen Liga. Douglas wird gar nicht reinpassen, ja, genau wie Karius oder Saar oder Westwood. Also gönnen wir uns Alisson, aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall nochmal einen besseren Keeper auf der Ersatzbank kriegen. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht aus, das Team. Und der Ersatzkeeper, ist Cech, Recordbreaker, Mandanda, Leno Oblak. Auch damals schon mit einer nicen Karte. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier auf jeden Fall mal Oblak mit. Der, ja, haut die Chemie nicht mal nach unten. Wir haben 89er Rating, 94 Chemie. Geht fit. Und Daniel Alves war damals auch so krank, hatte sogar nur 3 Sterne Skills. Was ging denn da ab mit den Skillsternen? Richtig wack bei den ganzen Spielern. Wen gönnen wir uns dann? Silver. Ja, wird halt gar nicht passen, aber ist auch eine coole Karte. Lassen wir mal einen Außenverteidiger in der Innenverteidigung spielen. Dann nehmen wir mal den nächsten Team auf die hier. Dann nehmen wir Daniel Alves hier mit. Und wenn wir so rotieren, sind wir auch fast auf der 100er Chemie. Dann müssen wir Koulibaly eigentlich auch noch aus der Startelf rausnehmen. Silberkarten, Silbertots, Silber, was ist das? Recordbreaker in Silber oder? Keine Ahnung, was das hier für eine Karte ist. International Man of the Match oder so. Ich weiß es einfach nicht mehr. Nehmen wir mal Juan Fran hier mit. Kann man ins Team stellen für die volle Chemie. Aber einen Silberspieler will ich da eigentlich nicht haben. Weiter geht's im linken Mittelfeld. Brauchen wir theoretisch noch was Neues. Oder am ZM Bruno ist der besser. Als unser Kroos. Ich weiß es nicht mal. Vergleichen wir mal die Stats. Der ist auf jeden Fall eigentlich überall besser. Dann kommt der an die Mannschaft. Nächster Pick. Bitte was fürs linke Mittelfeld. Kunoplianka. 4 Sterne Skills hier. Salah. 81er Rating. Das ist auf jeden Fall auch süß. Quadrado schon mit 5 Sterne Skills. El Shaarawy nur mit 4. Echt krass, wie wenig Leute hier 5 haben. Nehmen wir Kunoplianka mit. Startelf ist ehrlich sehr, sehr chillig. Nächster Spieler hier, ja okay, ist nicht ganz so interessant, weil das halt alles ganz normale Karten sind. Keine einzige Special Card dabei. Bei der Wahl, bei dieser Wahl sind auf jeden Fall ein paar am Start. Thomas Müller als Flügelspieler mit einem 90er Rating. Den gönnen wir uns einfach mal. Kann man theoretisch auch einwechseln, wenn wir da Bock drauf haben. Und jetzt haben wir Spieler, die da sogar noch gut zu passen. Nämlich mit Robert Lewandowski als Strike. Aber die werden wir natürlich beide nicht spielen lassen, weil dafür müssten wir da Messi rausnehmen. Das macht nicht so viel Sinn. Juan Fran wäre auch ganz geil. Wäre sogar vielleicht der sinnvollste, weil man den dann in die Startelf tun kann. Özil als Futi auch eigentlich ganz geil. Aber wir nehmen Juan Fran mit. Dann steht die Startelf komplett. Dann haben wir hier auf jeden Fall unsere Chemie beisammen. Karius als Tots, Cavani mit der freshen Karte, William als Futi Gewinner, nehmen wir den mal mit. Nächster Pick, hoffentlich nochmal geile Karten. Ui, die sind sehr, sehr nice. Am besten für die Starter wäre Godin. Und den nehmen wir auch. Perisic, was hatte der damals auch schon? Ja, 5-4. Genau sieht's aus. Leno. Nehmen wir mal Godin. Tun den auch in die Startelf. Die letzten beiden Picks. Und Gareth Bale nochmal. Den tun wir jetzt rechte Mittelfeld safe. Der macht das Team auf jeden Fall nochmal ein sehr gutes Stück geiler. Wir haben die Creme de la Creme aus der La Liga bekommen. Das Einzige, was halt fehlt, ist zum Beispiel so ein Suarez oder so ein Benzema am Sturm. Das wäre nochmal geiler. Aber ansonsten ist das Team eigentlich perfekt. Ein entspanntes 190er Draft ist das hier geworden. Ersatzbank sieht genauso wie die Startelf sehr gut aus. Gönnen wir uns noch den Manager. Ist hier egal, wen man nimmt, weil ja, Chemie ist sowieso schon voll. Draft-Übersicht, Messi, Iniesta und Alves sind hier die Starspieler. Und ja, wir haben sehr viele Spanier, sehr viele aus der Liga BVA und sehr viele vom FC Barcelona. Also so kranke La-Liga-Teams baut man sich auf jeden Fall heutzutage in Drafts nicht mehr auf. Aber das war damals einfach normal, weil da auf jeder Position die Besten quasi aus der La-Liga kamen. Und wir suchen mal auf gut Glück eine Partie. Vielleicht gibt es irgendwo in Europa einen einzigen Menschen, der genau jetzt oder in den nächsten 5 bis 10 Minuten auch einen Draft in FIFA 16 sucht. Man weiß nie. Deswegen, wir versuchen einfach mal unser Glück. Vielleicht können wir auch noch mal eine Runde zocken. Wir haben jemanden gefunden, also ab geht's. Wir zocken eine Partie FIFA 16. Ich weiß nicht mehr, was hier gut war, wie man hier gespielt hat. Ich weiß gar nichts mehr von dem Spiel. Aber ich hoffe bei meinem Gegner, dass es genauso sein kann. Das ist ein interessantes Match werden. Er hat ein ähnliches Team wie ich. Auch viel La Liga und er hat im Sturm sogar den Suarez, den wir nicht gekriegt haben. Und beide zocken mit Dreierkette. Also ich glaube, das Spiel wird Bock machen, hoffe ich. Die Animationen vom Spiel sahen auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Wie schnell ist das Spiel? Boah, kein Vergleich zu FIFA 19. Wie schnell das alles geht. Aduriz mit dem Ball nach vorne. Andres Iniesta.
Und die laufen sich über den Haufen. Bale. Geht nach vorne. Boah, ist auch voll ungewohnt, dass man nicht sieht, welchen Spieler der Gegner steuert. Hier sind ja gar keine Pfeile auf dem Kopf. Boah. Ja, nein. Bruno gibt den lang mit dem Außenriss. Messi, Lionel Messi gibt den in die Mitte. Okay, Direktabnahmen waren hier wohl nix. Oh, und der Konter geht super schnell. Andres Iniesta ist eigentlich nicht der Schnellste. Boah, zum Glück haben wir den eingeholt. Nimmt sich den hoch. Bolassi Flick gab's einfach schon damals. Aber damals war er halt nicht OP. Damals war sogar ein bisschen, ja, sinnlos, würde ich fast sagen. Bale. Ah, wird hier nicht gefoult. Weltklasse-Tackling. Kranke Partie, ey. Aber ich bin gespannt, ob es überhaupt irgendjemand schafft, hier ein Tor zu machen. Weil ich echt nicht weiß, wie man vorm Tor schießen soll. Ich glaube, Flachschüsse gab es hier nicht mal. Was ist das denn für ein Steilpass? Habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Dani Alves nach vorne. Schön gesehen. Unten ist Cristiano Ronaldo. Nimmt sich den hoch hier. Boah, der hüpft ja richtig nach dem Trick. Der bleibt gar nicht in der Luft. Aloris wieder auf Ronaldo. Freistoß. Oh, vielleicht kann ich die Freistöße noch in dem FIFA. Die sind ja wahrscheinlich ungefähr so wie jetzt in FIFA. Mauer ist auch nicht die größte. Lionel! Oh mein Gott. Noch vorne probieren, was wir noch nicht probiert haben. Bale! Nein! So ein krummer schiefer Pass, wir wären durch gewesen. Wie schlecht. Hier haben wir die Halbzeitstatistik. Ja, wir haben schon ein bisschen mehr vom Game. Der Gegner gewinnt viel mehr Zweikämpfe. Ich weiß nicht, wie er das macht. Aber, ja, die Chancen haben wir. Nur wir wissen halt nicht, wie der Ball reingeht. Suarez, 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 Suarez. Oh, bringt ihn auf De Bruyne. Aber der Winkel ist spitz. Ja, habe ich mir gedacht, dass der von dort nicht reingeht. Das hat aber stark gemacht. Und seine erste Chance für zum Tor. Können wir hier Messi anspielen? Können wir. Messi gibt den nochmal ab. Skandal. Bale. Ronaldo. Ah. Ecke jetzt Iniesta. Bringt den rein. Der kommt gut. Der ist drin. Der ist drin. So ein komisches Tor. Egal. Nein, nein, nein. Bale. Und wir liegen wieder hinten. Ah, der wird abgefangen. Da hinten ist Kroos. Ronaldo. Ey, das ist... Oh, das ist kein Elfmeter. Das ist der klarste Elfer, den ich je gesehen habe. Okay, okay, GG. GG. Letzte Chance. Ronaldo auf Kroos. Iniesta ist das. Gib den nochmal ab. Ja. Hier ist doch irgendwas faul, Mann. Die wollen nicht, dass ich den Ausgleich mache. Klare Elfer in der 90. nicht bekommen. Dann eine 1000%ige mit dem besten Spieler fast im Game nicht gemacht. War interessant, FIFA 16 auf jeden Fall mal wieder zu spielen. Aber das macht mich ein bisschen sauer. Weil das Game hätten wir safe gewinnen müssen. Dann gibt es hier gleich mal noch die Draft-Belohnungen für das Aus in der ersten Runde. Was kriegen wir da? Zwei Gold-Sets und ein Premium-Leihspieler-Set. Nice, Mann. Vielleicht ziehen wir ja was drin. Also machen wir erstmal das Leihspieler-Set auf. Vielleicht kriegt man da ja jetzt noch eine Special-Card oder irgendwas. Sieht da nochmal die Animation. Wobei bei den Leihspieler-Sets ist es ja eh nochmal eine andere Animation. Und es ist, ja, 84 am Ende des Tages. Dann haben wir noch zwei 5K-Sets. Ja, das ist eigentlich auch nie gut. Vielleicht kommt was. Mal gucken. Spieler Nummer 1, den wir kriegen, ist Chaka. 82 ist gar nicht mal so schlecht. Fühlt sich zumindest besser an als das, was man sonst kriegt, wenn man in der ersten Runde rausfliegt im FIFA 19. Und das andere Set wird auch noch aufgemacht. Mal gucken, was hier so geht. Und in dem Set bekommen wir einen Non-Rare Britain. Okay, GG. Wow, war ein interessantes Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr Bock habt, dass ich dasselbe mit FIFA 17 und 18 auch noch mache, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wer neu auf dem Channel ist und keine Videostreams und sonstige Posts mehr verpassen will, der sollte auf jeden Fall unter dem Video einmal abonnieren und dann seid ihr auf jeden Fall am Start. Ich bin raus, macht's gut und ciao!